Dann jetzt eine 1-2 Niederlage gegen München mit sehr viel Überzahlmöglichkeiten ohne wirkliche Torchancen, oder? Ja, ich glaube, wir haben heute auch wieder die Chance gehabt, in Mannheim das Spiel zu gewinnen, aber heute haben wir wirklich an unserem Überzahl sind wir gescheitert und ja, da müssen wir besser werden und so wie wir heute gespielt haben, war nicht gut genug. Du sprichst Mannheim an, jeder, der da war, hat gesehen, ihr habt eigentlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, hattet eigentlich den Sieg mehr als verdient gehabt. Zum Schluss dann, ja, die letzten 3 Minuten eigentlich das Spiel abgegeben. Heute fehlte von Anfang an irgendwie der Biss ist falsch, aber... Ja, ich glaube, dass wir kämpfen, kann uns keiner abstreiten. Ja. Wir versuchen immer alles. Das ist im Moment, ich meine, wir stehen unten, dass es nicht so einfach ist, dass alles durchzuziehen, das Selbstbewusstsein fehlt ein bisschen und dann ist es natürlich schwer, aber nichtsdestotrotz, wir müssen dahin kommen, dass wir Spiele gewinnen. Wir können nicht immer kämpfen oder gut spielen und verlieren, sondern wir müssen punkten. Und zwar schleunigst, denn die Abstände werden jetzt immer größer. Ja, richtig. Das ist halt in der Liga, schlägt jeder jeden und deswegen... Ja, wir haben einen weiten Weg jetzt vor uns. Wir sind, glaube ich, ein paar Punkte oder ein paar viele Punkte zurück nach Platz 10, wo wir hinwollten. Aber ja, wie gesagt, wir müssen schnellstmöglich punkten und es ist egal, wie wir spielen, ob wir punkten. Zu dir persönlich, du hast deinen Fuß mit dem dicken Eisbeutel umwickelt im rechten Knöchel. Heute passiert, oder? Ja, wir haben, ich glaube, das war eine Situation, da der Regier geschossen und ich habe den Schuss halt geblockt. Ich meine, das passiert im Spiel und man muss sich halt ein bisschen auch versuchen aufzuopfern, dass man die Spiele gewinnt. Im Moment klappt es nicht, aber durch harte Arbeit kann man wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Alles klar. Danke.